Und viele von uns strugglen halt auch mit Themen und haben vielleicht aufgrund dieses Kampfs, den man mit bestimmten Themen hat, überhaupt das mit dem Schreiben angefangen, weil halt irgendwas raus musste und auf einmal kristallisiert sich heraus, ach krass, es war doch eigentlich nur als Therapie für mich selbst gedacht und jetzt stellt sich heraus, es liegt Poesie drin. Du hast mit der Edith Jeske ja hier das hier geschrieben. Ja, das Handbuch Ich für habe den Sinn. Songtexter. Genau. Und für mich war klar, wenn ich hier die Ehre habe, mit Tobi Reitz zu reden, dann sollte das hier auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich fand das echt cool. Ich habe mir das jetzt so reingezogen ein bisschen, ich habe es überflogen, aber wie du siehst, auch schon wirklich damit beschäftigt. Ja, wo sitzen denn Und da deine Marker? ja, genau. Als junger Autor, wenn man vorhat, das professionell zu machen, man muss ja auch mit Enttäuschungen und womöglich Absagen, also sogar ziemlich sicher, man muss ja lernen, damit konstruktiv umzugehen. Realistisch betrachtet, 9 von 10 Songs werden abgelehnt beim ersten Ja. Mal. So, und das ist irgendwie völlig Ja. normal. Also, wenn man das nicht verkraftet oder wenn man das Gefühl hat, nicht der Song wird abgelehnt, sondern ich werde abgelehnt und zwar im Ganzen. Wenn du dieses Gefühl hast, dann muss ich tatsächlich sagen, dann wird mir erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit und auch ein bisschen, lass dir auch ein bisschen helfen, um mit diesem Gefühl klarzukommen oder um dieses Gefühl ein bisschen aufzulösen, ein bisschen zu schnallen, wo das herkommt, weil so ist es nicht. Also Menschen, die mich abgelehnt haben, haben mir später lukrative Jobs gegeben. Und manchmal, also die erste Plattenfirma, die mich angeschrieben hat, auf Empfehlung von Jean Frankfurter, der hat mich eine Plattenfirma angeschrieben und hat gesagt, schicken Sie doch bitte mal Textvorschläge und so weiter und so fort. Die haben alles abgelehnt, was ich geschickt habe. Alles, 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 alles. Und irgendwann habe ich aufgehört, denen was zu schicken, weil ich merkte, ich tanze da irgendwie auf verlorenem Posten. Und dann traf ich den Mitarbeiter der Firma, der dann aber schon nicht mehr in der Firma war, ein paar Jahre später wieder. Und er sagte, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Und ich sage, ja, es tut mir so leid, dass ich Ihnen damals keine guten Texte geschickt habe. Und dann sagt er, wieso, Ihre Texte waren alle gut. Die waren nur nicht richtig für uns. Da habe ich gedacht, ach, warte mal. Und so würde ich das tatsächlich immer sehen. Und wenn Plattenfirmen was ablehnen oder sonst irgendwas, die suchen meistens nach etwas sehr Spezifischem, was sehr unwahrscheinlich ist, dass man das ohne mit den Leuten direkt zu sprechen oder in ein Projekt wirklich involviert zu sein, dass man das wirklich hundertprozentig trifft. Man ist aber nun mal in den meisten Fällen als Songwriter nicht von Anfang an in ein Projekt komplett involviert. Dann muss man halt Künstler oder Künstlerin komplett aufbauen, muss sich das Team selbst zusammenstellen. Kann man auch machen, ist anstrengend wie Scheiße, macht natürlich aber auch irgendwie glücklich, aber es geht halt nicht immer. Aber bei diesem Song-Dealing, Song-Pitching, was auch immer, wo man also einfach Songs in die Gegend schickt, da wird das Allermeiste halt abgelehnt und häufig in Form von, es wird einfach gar nicht drauf geantwortet. Und das ist nie persönlich gemeint, muss man einfach sagen. Mir werden auch Sachen zugeschickt, für die es einfach keine Verwendung gibt und wo ich dann einfach sagen muss, seid nicht böse. Ich versuche dann immer wenigstens lieb zu schreiben und die Leute nicht zu entmutigen. Ja. Aber in der Plattenfirma wird halt auch die gleiche Arbeit, die vor 30 Jahren noch von 10 Leuten gemacht wurde, halt von einem jetzt gemacht oder von zweien. Also das ist halt wie überall auch, die sind halt auch häufig ziemlich überrannt und überfordert. Ja, das ist tatsächlich Kommunikation. Wenn die in dem Moment nicht stattfinden kann, ist es wichtig, dass man den richtigen Blickwinkel auf diese Situation hat. Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte bei unserem Beruf ist tatsächlich das Mindset und auch die Psychohygiene, die man einfach, finde ich, praktizieren muss, damit man ja auch das mit Freude macht. Also die Psychohygiene und auch, ich nenne es einfach mal Körperarbeit, ist ultra wichtig. Also kann ich wirklich nur jedem sagen, iss anständiges Zeug, dass dein System widerstandsfähig ist und dass in deinem gesunden Körper sich die Kreativität entfaltet. Viel, viel besser, als wenn sie das in einem kranken Körper tut. Ganz viele, die in diesem Beruf arbeiten, haben mit psychischen, sagen wir einfach mal, Herausforderungen zu kämpfen. Das ist natürlich auch ganz naheliegend. Wir sind wahnsinnig sensibel in diesem Beruf. Wir sind sehr verletzlich und viele von uns strugglen halt auch mit Themen und haben vielleicht aufgrund dieses Kampfs, den man mit bestimmten Themen hat, überhaupt das mit dem Schreiben angefangen, weil halt irgendwas raus musste und auf einmal kristallisiert sich heraus, ach krass, es war doch eigentlich nur als Therapie für mich selbst gedacht und jetzt stellt sich heraus, es liegt Poesie drin und es berührt jemanden, der es gelesen hat.
Wunderbar. Aber das ist tatsächlich, was du vorhin gesagt hast, Meditation. Bei mir ist es Yoga. Bei mir ist es zumindest ein gewisses Mindestmaß an Sport. Bei mir ist es ganz großer Fokus auf Ernährung und auf Gesundheitschecks und so weiter. Immer wieder. Sehr Nicht sich gut. verrückt machen, aber es ist ganz wichtig. Ja. Jeden Tag an Ja. die frische Luft mit dem Hund. Gut auch auf sein Umfeld aufpassen. Was bei mir noch tatsächlich ganz, ganz hilfreich war, ich spiele Impro-Theater. Ich habe eine Gruppe in Düsseldorf und das ist für mich was ganz Wichtiges, weil Impro-Theater ist ja das wahre Leben so auf den Kopf gestellt und so ad absurdum geführt und irgendwie einfach Gaga auf die Bühne gebracht und dargestellt, so dass es wirklich die Kreativität herausfordert und auch schult. Also das Impro-Theater bedeutet, man spielt Theater auf Zuruf und das Publikum füllt eben bestimmte Spiel-Sketch-Formate mit ihren Vorgaben, mit ihren Inspirationen. Und dann kann es dir halt einfach passieren, du sollst eine Szene übers Rasenmähen spielen, und zwar einmal als Opa, einmal als 80er-Jahre-Familienserie und einmal als Softporno. Und wenn das du merkst es schon alleine bei dem, was sich da jetzt an Bildern im Kopf tut, wenn dir das irgendwie als Inspiration vom Publikum gegeben wird, dann heißt das einfach, da musst du einfach wie das Kind zutiefst kreativ sein und einfach sagen, gut, ich setze das jetzt einfach mal um, auch wenn es eigentlich nicht passt. Aber so dieses Thema, Dinge, die eigentlich nicht passen, zusammenzuführen, das ist so nah dran an der Realität des Ja, Songtexts, ja, das wirst du kennen. Also. ja. In der Kunst an sich ist, finde ich, eines der wichtigsten Themen Kontraste. Das ist ja, da entsteht ja diese Polarität. Ne? Das ist ja Energie an sich. Das ist ja wie eine Batterie mit Plus- und Minuspol. Kontraste kann ja wirklich buchstäblich alles sein. Es kann sein, du hast die Strophe relativ sachlich und dann wird aber zum Beispiel der Refrain eher metaphorisch. Egal, ob es die Komposition, die Melodieführung, das Arrangement, aber auch im Text. Auch das lebt oftmals einfach von Kontrasten. Die Michelle Lennart, die auch unterrichtet, allerdings englisches Texten, die hat aber mal den schönen Satz mir mitgegeben: Die Worte müssen sich knutschen und fighten. Und Genau. das fand ich klasse. Oder auch Musik und Text müssen sich knutschen und fighten. Also sie müssen im Grunde genommen etwas mehr knutschen, damit sie mehr eine Einheit sind. Aber manchmal ist dann auch der Kontrast, wie du sagst, das ganz Wichtige. Also da muss einfach, ja, da muss was. Das muss knistern. Das Ja. muss einfach eine Ja. gewisse Wucht entwickeln und auch eine Oh. Eigendynamik. Es muss im Ja. Grunde mehr werden als die Summe der einzelnen Teile. Meistens ist es ja so, dass Leute dann so mehrere Sachen machen. Es ist aber so cool, wenn jemand sich einfach auf eine Sache spezialisiert hat, da irgendwie annähernd 1000 Veröffentlichungen gehabt hat. Es ist klar, das ist eine Person, von der kann man lernen. Du hast 2011 mit der Edith Jeske ja hier das hier geschrieben. Das Das Handbuch für Handbuch in Songtexter. Genau. Und für mich war klar, wenn ich hier die Ehre habe, mit Tobi Reitz zu reden, dann sollte das hier auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich fand das echt cool. Ich habe mir das jetzt so reingezogen ein bisschen, ich habe es überflogen, aber wie du siehst, auch schon wirklich damit beschäftigt. Ja, wo sitzen denn Und da deine Marker? ja, genau. Ich habe bis zu Willkommen in der Masterclass das ein bisschen überflogen. Da gab es auch ein paar Aspekte, die ich cool fand. Zum Beispiel hier das mit den verschiedenen Kameraperspektiven, weil ich ohnehin oft wie ein Regisseur denke, wenn ich schreibe. Ich habe eine Zeit in London, als ich die 3 Jahre in London gelebt habe, habe ich Filme gemacht, tatsächlich hauptsächlich. Cool. Und da ist das für mich halt einfach, dazu zu relaten. Ja klar, man hat ein Setting, man hat Props, man hat Kamerawinkel, man hat Licht und so. So ist das im Songwriting letztendlich auch. Bin aber dann irgendwie relativ schnell dazu zu Master, willkommen in der Masterclass gesprungen. Und da ist, was ich cool finde hier, ihr nennt das Türklinke. Also da geht es letztendlich um die Eröffnungszeile halt so, ne? Das Opening. Genau. Magst du mal was dazu sagen? Also, die Türklinke ist die erste Zeile im Song und die kann unter Umständen schon eine ganze Menge erfüllen. Nämlich zum Beispiel Herbert Grönemeyer, sein Pyjama liegt in meinem Bett. So, also sein Pyjama liegt in meinem Bett aus dem Titel Was soll das? Macht schon eine ganze Menge klar. Nämlich die Zeit, in der hier erzählt wird, das ist ganz aktuell, das ist im Hier und Jetzt, sein Pyjama liegt in meinem Bett. Das heißt, wir haben da auch ein Setting. Wir haben da ein Setting von mindestens zwei Personen, nämlich dieser andere Typ und ich. Wir haben auch einen Ort, nämlich meine Wohnung. Und höchstwahrscheinlich, und das steckt natürlich jetzt nicht im Wording drin, aber das können wir uns dazu denken, ist da wohl noch eine dritte Person, also wahrscheinlich auch noch Ja. eine Frau. So, und der Grundkonflikt ist ebenfalls schon angelegt, nämlich die konkurrieren miteinander.
und eben höchstwahrscheinlich um diese Frau. So, so viele Informationen schwingen da für uns mit, in 6 Worten verpackt. Großartig. Wind Nordost, Startbahn 03, sagt auch schon was. Bis hier höre ich die Motoren. Dann haben wir ebenfalls einen Ort und wir haben erstmal nur mich. Da ist wohl keine andere Figur, sondern es gibt im Grunde genommen dann diese fast personifizierte Maschine, die dann abheben wird, wo er dann ja auch später sagt, ich schaue ihr noch lange nach, sehe sie die Wolken erklimmen und so weiter. Die er ja fast mit so einer humanen Zärtlichkeit beschreibt. Auch da ist eben schon der im Anfang schon eine ganze Menge mit drin. Also er steht da irgendwie an der Startbahn und er schaut einem Flieger beim Abheben zu. Und genauso gibt es aber auch ein metaphorisches Setting. And now the end is near, and so I face the final curtain. Aus My Way, Frank Sinatra. Das Ende ist nah und so stehe ich vor dem letzten Vorhang. Das kann ein ganz reales Setting sein, im Sinne von, wir sind am Ende der Show angekommen. Es ist aber höchstwahrscheinlich eher ein metaphorisches Setting. Ich bin am Ende meines Lebens angekommen. Und das ist hier die Bestandsaufnahme. Und das bewahrheitet sich ja dann auch im Song. Also solche Startzeilen sind großartig. Und die gibt es auch durch alle Genres. So im Schlager gibt es halt eine, die hieß, er saß mir vis-à-vis und nannte mich Cherie. So, der Song heißt, wenig überraschend, er schenkte mir den Eiffelturm. Es ist vollkommen klar, wenn so viel Frankreich-Klischee drin ist, dann sind wir höchstwahrscheinlich nicht in Kopenhagen. Und es ist höchstwahrscheinlich eine Frau, die hier irgendwie von einem Mann bezirzt wird. Sehr, sehr schön. Also, ob man Schlager mag oder nicht, großartig getextet von der leider verstorbenen Irma Hulda. Das war, die ein großes Vorbild für mich war. Also das war so ein bisschen die Rosamunde Pilcher des Schlagers. Die hat das wirklich unglaublich schön gemacht. Aber in jedem Fall, also da merkt man schon, genreunabhängig, das ist ein wichtiges Stilmittel. Und überhaupt ist es ein ganz wichtiger Textbaustein. Also so der, ich würde sagen, der zweit- oder drittwichtigste, jedenfalls nach der Hookline, nach dem eigentlichen Namen des Titels.